Willkommen in Dresden. Ich bin Angelie vom Fraunhofer IPMS. Und was das ist, das erkläre ich euch noch. Aber erstmal gehen wir in diese wunderschöne Stadt. Hier sind wir in der Altstadt. Und hier gibt's den besten Kuchen der Stadt. Warum ich mich für eine Karriere im Forschungsmarketing entschieden habe, das hat was mit Schichten zu tun. Aber nicht diese Schichten, sondern die Schichten von Mikroelektronikchips. Kommt, ich zeig's euch. Über die Carola-Brücke, vorbei am Goldenen Reiter. Hier sind wir am Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme, kurz IPMS. Wir arbeiten daran, die Mikroelektronik energieeffizienter zu machen. Und dafür müssen wir in unseren Reinraum. Los geht's! Weil hier alles ganz sauber ist, müssen wir uns erstmal umziehen. Und sag mal, was haben denn jetzt eigentlich Mikrochips mit Schichten zu tun? Also Mikrochips, die ganz klein sind und auf solchen Wafern hier hergestellt werden, bestehen im Grunde aus vielen Schichten verschiedener Materialien. Und je nachdem, wie wir diese Schichten aufbauen, haben die Mikrochips dann unterschiedliche Funktionen. Ja, und wie mache ich die jetzt besonders energieeffizient? Tja, dafür nutzen wir das menschliche Gehirn als Vorbild und bauen praktisch Synapsen und Neuronen elektronisch nach. Die Mikrochips brauchen dann ganz wenig Energie, um enorme Rechenleistungen zu erreichen. Und sogar noch lernen können sie selbst, wie das Gehirn. Das ist ja total spannend. Ich hoffe, ich konnte dich für die Forschung hier in Fraunhofer IPMS ein bisschen begeistern. Und vielleicht seid ihr auch schon bald hier bei uns. Und jetzt nehme ich euch noch mit in den Feierabend. Eigentlich komme ich aus Baden. Und wenn mir mal die Weinberge fehlen, dann komme ich hierher, nach Radebeul. Hier kann man den Abend so richtig schön genießen. Hallo! Und warum das alles so wichtig ist? Weil die energieeffiziente Mikroelektronik ein wichtiger Baustein in unserer digitalisierten Welt ist. Tschüss!